mitmachen. Ich freue mich, dass du da bist. Zu Anfang gibt es ein bisschen was über Frauen. Das erste ist ein Gedicht von Mascha Kaleko, Die Leistung der Frau in der Kultur, auf eine Rundfrage. Zu Deutsch, die klägliche Leistung der Frau. Meine Herren, wir sind im Bilde. Nun, Wagner hatte seine Cosima und Heine seine Mathilde. Die Herren vom Fach haben allemal einen vorwiegend weiblichen Schatz. Was uns Frauen fehlt, ist des Künstlers Frau oder gleichwertiger Ersatz. Mag sie auch keine Venus sein, mit lieblichem Rosenmund, so tippt sie die Manuskripte doch fein und kocht im Hintergrund. Und gleicht sie auch nicht Rautendelein im wallenden Lockenhaar, so macht sie doch täglich die Zimmer rein und kassiert das Honorar. Wenn William Shakespeare fleißig schrieb an seinen Königsdramen, ward er fast niemals heimgesucht vom bunt belesener Damen. Wenn Siegfried seine Lanze zog, Don Carlos seinen Degen, er ging nur selten an ihn der Ruf, den Säugling trocken zu legen. Petrarkas Seele weltentrückt, ging ans Sonette stutzen, ganz unbeschwert von Pflichten wie etwa Gemüseputzen. Doch schlug es Mittag, kam auch er, um seinen Kohl zu essen, beziehungsweise das Äquivalent in römischen Delikatessen. Gern schrieb ich weiter in dieser Manier, doch muss ich, wie stets, unterbrechen. Mich ruft mein Gemahl. Er wünscht mit mir, sein nächstes Konzert zu besprechen. Zum gleichen Thema gibt es einen Song von Tricky Woo, Fräulein 2.0. Zickenkrieg, Konkurrenz, Brust-OP, fetter Benz, Lilifee, Baumeister, Topmodell, Manager, Mütterrente, Vatermonat, Kanzlerin, Aufsichtsrat, sexy Schlampe, sexy Held, Landlust versus Autowelt, Emotion, Sachverstand, Pilchersoap, Fußballland, Kinderkochen, Haute Cuisine, Gemüsesuppe, Würstchen drin. Quotenfrau, durchgesetzt. Hochgefickt, gut vernetzt. Lehrerin, Ingenieur, wir wollen's doch so, oder nicht mehr? Femizid, Eifersucht. No means no, Flirtversuch. Schluss gemacht, Revenge Porn. Abweichung, Standardnorm. Riot Girl, Freundin von. Moshpit Grabscher, Comfort Zone. Mitgemeint, Kerl gedacht. Wir wollen Support statt Macho-Macht. Jetzt kommt von Erich Kästner auch noch was zu Frauen. Ein Gedicht, was eigentlich einem sehr naiv erscheint in Kriegszeiten, aber ich habe gedacht, ich lese es trotzdem. Man kann ja auch naiv bleiben. Fantasie von übermorgen. Und als der nächste Krieg begann, da sagten die Frauen Nein und schlossen Bruder, Sohn und Mann fest in der Wohnung ein. Dann zogen sie in jedem Land wohl vor des Hauptmanns Haus und hielten Stöcke in der Hand und holten die Kerls heraus. Sie legten jeden übers Knie, der diesen Krieg befahl, die Herren der Bank und Industrie, den Minister und General. Da brach so mancher Stock entzwei und manches Großmaul schwieg. In allen Ländern gab's Geschrei und nirgends gab es Krieg. Jetzt kommt's zum Thema Reichtum. Da fangen wir mit Kästner an. Ansprache an Millionäre.
Warum wollt ihr so lange warten, bis sie eure geschminkten Frauen und euch und den Marmorpuppen im Garten eins über den Schädel hauen? Warum wollt ihr euch denn nicht bessern? Bald werden sie über die Freitreppen drängen und euch erstechen mit Küchenmessern und an die Fenster hängen. Sie werden euch in die Flüsse jagen. Sinnlos werden dann Geschrei und Gebet sein. Sie werden euch die Köpfe abschlagern. Dann wird es zu spät sein. Dann wird sich der Strahl der Springbrunnen röten. Dann stellen sie euch an die Gartenmauern. Sie werden kommen und schweigen und töten. Niemand wird über euch trauern. Wie lange wollt ihr euch weiter bereichern? Wie lange wollt ihr aus Gold und Papieren, Rollen und Bündel und Barren speichern? Ihr werdet alles verlieren. Ihr seid die Herren von Maschinen und Ländern. Ihr habt das Geld und die Macht genommen. Warum wollt ihr die Welt nicht ändern, bevor sie kommen? Ihr sollt ja gar nicht aus Güte handeln. Ihr seid nicht gut und auch sie sind's nicht. Nicht euch, aber die Welt zu verwandeln, ist eure Pflicht. Der Mensch ist schlecht. Er bleibt es künftig. Ihr sollt euch keine Flügel anheften. Ihr sollt nicht gut sein, sondern vernünftig. Wir sprechen von Geschäften. Ihr helft, wenn ihr halft, nicht etwa nur ihnen. Man kann sich auch, wenn man gibt, beschenken, die Welt verbessern und daran verdienen. Das lohnt, darüber nachzudenken. Macht Steppen fruchtbar, befehlt, legt Gleise, organisiert den Umbau der Welt. Ach, gäbe es nur ein Dutzend Weise mit sehr viel Geld. Ihr seid nicht klug, ihr wollt noch warten. Uns tut es leid, ihr werdet's bereuen. Schickt aus dem Himmel ein paar Ansichtskarten. Es wird uns freuen. Wenn man an gewisse U-Boote zur Titanic denkt, kommt es einem vor, als wäre es gestern geschrieben, oder? Dazu gibt es ein Lied von Tricky Wu. Eat the rich and then go vegan. Oder How to Achieve Climate Justice. Sie beuten aus und investieren, versklaven und vergiften. Und wenn sie 1 Million verlieren, denken sie sich, na und? Ging's uns nicht besser ohne die? Die Lösung, die ist kannibal. Die müssen weg, ich weiß schon wie, nur ganz kurz, nur einmal. Sie rüsten auf und tauen ab, kaufen auf und bohren tief, profitieren vom Untergang. Die Bilanz ist positiv. Ging's uns nicht besser ohne die? Die Lösung, die ist kannibal. Die müssen weg, ich weiß schon wie. Nur ganz kurz, nur einmal. Los, wir organisieren uns viele Arten, ein Rezept. Spezies reißt auf den Schlund, die Reichen, die müssen weg. Tranchiert, paniert, angeschwitzt, die Lösung, die ist kannibal. Es reicht für alle, kommt zu Tisch. Für morgen reicht es auch noch mal. Von Mascha Kaleko. Zeitgemäße Ansprache. Wie kommt es nur, dass wir noch lachen, dass uns noch freuen, Brot und Wein, dass wir die Nächte noch durchwachen, verfolgt von 1000 Hilfeschreien? Habt ihr die Zeitung nicht gelesen? Saht ihr des Grauens Abbild nicht? Wer kann, als wäre nichts gewesen, in Frieden nachgehen seiner Pflicht? Klopft nicht der Schrecken an das Fenster, rast nicht der Wahnsinn durch die Welt. Siehst du nicht stündlich die Gespenster vom blutig roten Trümmerfeld? Des Tags im wohldurchheizten Raume ein frierend Kind aus Hungerland, des Nachts in atemlosen Traume ein Antlitz, das du einst gekannt. Wie kommt es nur, dass du am Morgen dies alles abtust wie ein Kleid und wieder trägst die kleinen Sorgen, die kleinen Freuden tagbereit? Die Klugen lächeln leicht ironisch, ça c'est la vie des Lebenssinn. Denn ihre Sorge heißt lakonisch, wo gehen wir heute Abend hin? Und nur der Torenherz wird weise, sie, auch der große Mensch ist klein. Ihr lauten Lärmer, leise, leise und lasst uns sehr bescheiden sein.
Jetzt habe ich noch ein Lied von Tricky Wu, ein Song, Wassermauern heißt der. Das hat sich daran gegründet, dass es immer neue Arten gibt, wie man Menschen daran hindert, in die Europäische Union einzuwandern. Also die italienische Regierung hat mal versucht, schwimmende Barrieren zu errichten. Also so im Grunde so große Quadrate aus Luft, glaube ich, also um die man nicht rumschwimmen konnte oder mit dem Fahren, also nicht mit dem Boot herumfahren konnte. Deswegen, da fiel mir das ein. Wassermauern. Mauern, Mauern, Wassermauern, schwimmen, schaukeln auf dem Meer, vor den Inseln, Wassermauern. Wo habt ihr die Scheiße her? Mauern, Mauern, Wüstenmauern, unbemerkter Tod, Routen abseits von Oasen. Reibach mit der Not. Mauern, Mauern, Technikmauern, Frontex-Drohnen senden live. Pushback oder Tod im Meer, deutsche Technik ist dabei. Mauern, Mauern, Aktenmauern, Menschen, Schiffe festgesetzt, Paragraphen vorgeschoben, Menschenrechte ausgesetzt. Mauern, Mauern, Himmelsmauern, das heißt jetzt Return Support, Abschiebung per Charterflug. Nur Officer sind mit an Bord. Mauern, Mauern, Bildermauern. Hier zur Ruhe, da zur Angst. Leere Boote, volle Lager, damit das so bleiben kann. Ja, eigentlich wäre ich fertig. Ich könnte jetzt noch 2 Texte lesen, 3, wenn ihr wollt. Ja, wir haben noch was zu Teddy 7.0 heißt das. Das bezieht sich auf den Text von Theodor Adorno über die Kulturindustrie, der ja vor vergleichsweise längerer Zeit geschrieben ist. Aber das kann man eigentlich in vielen gesellschaftlichen Vorgängen wiederfinden. Der Sinn der Kulturindustrie ist Profit. Wie hoch ist dein Netzwerkwert? Und die Erhaltung der gesellschaftlichen Hierarchie. Arbeitsloser gewinnt 1 Million Euro. Der Konsument wird abgerichtet. Follow, Blog, Twitter, Chat. Bedürfnisse werden geweckt. We love to entertain you. Gewöhnung ans immer Gleiche. Murder, Hero, Redshirt. Jammer und Schauder. DSDS, TM, Dschungelcamp. Ihre Mittel sind Überwältigung durch Bild und Ton. I see it with my own eyes. Schnelligkeit statt Sinn. Breaking News. Zero Content. Teilnahmeillusion. Voting, Ranking, Liking. Ausgedachte Wirklichkeit. Scripted Reality. Die Folgen sind vergnügte Überraschungslosigkeit. Comedy. Ambivalenzlose Klischees. Gay, Huch, Girl, Kicher, Türke, Alter. Erinnerung ist konform. 9-11 Twin Towers War. Eine andere Wirklichkeit findet nicht statt. Agenda Setting. Gibt es eine abweichende Rezeption? Ich guck's ja ironisch. Widerständiges wird integriert und weichgespült. YouTube from freedom to halls. Das Konsumentenleben ist alternativlos. Amusement, no revolution. Zum Schluss ein Quatschtext. Ideoarchie. Stell dir vor, wie schön das wäre. Das Rebellariat wäre klug. Es gäbe keine Tyrannion und keinen Akkumulatrug. Interpartie wäre Staatsräson. Anarchologen hätten es sagen. Nur in Interrelation mit Ideophagen. Intellitik wäre erstes Gebot, genau wie Revolologie. Despotei wäre abgeschafft und auch Tyrannarchie. Föderalogisch ging es so, ohne Dogmatur. Stattdessen Vergesellation und Solidarinur.